Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück in Grounded. Ich habe auf jeden Fall schon mal einen Weg nach oben gefunden. Die Frage ist nur, wie komme ich jetzt hier weiter? Ox Beetle up ahead. Ready to run. Oh, low. Hey! Okay. Jetzt sind wir wieder auf dem alten Weg. Ah, wunderbar. Okay. Die Frage aller Fragen. Hier über einen Schraubenzieher anscheinend. Ich glaube, ich nehme lieber meine Keule in die Hand. Das ist komisch, dass er so ein komisches leuchtendes Teil gefunden. Wo war denn das jetzt nochmal? Ja, Bedrohung entdeckt. Dahinter muss ich. Das kann nicht sein, Alter. Jetzt sind wir runtergefallen, ey. Och, nö. Wieder den ganzen Scheiß Weg hochlaufen, ey. Machen wir nochmal. Halt die Klappe, Mensch. Ah ja, genau, da war das. Machen wir mal hier, dann hier, dann hier. Hm? So, dann da hoch. Ja. Wenn man mal einmal es weiß, das Einzige, was mir jetzt so spontan einfällt, ist, mal hier rüber zu kleiden. Hier das Wort mit X. War wohl nix. Satz mit X, das war wohl nix. Aber hey, wenn man einmal weiß, wie man da hochkommt.
Okay. Darüber, verdammt. Ich habe da vielleicht eine Idee. Ach. Aua. Kann ich aber nicht reinspringen. Sind schon mal oben. Don't even need to boil it. Dann laufen wir einfach mal über das Kupferrohr. Hier gibt es lauter Fussel. Interessant. Hallo? Hallo? Ach, ich hab keine mehr. Oh, das ist besser. Ja, was ist denn jetzt los? Hallo? Hallo? Alles zu nass und glitschig, oder wie? Oh. Habe ich keins mehr? Aber bitter.
Das ist aber bitter. Leichter gesagt als getan, Mensch. Es sind jetzt die Scheißdinger ausgegangen, ey. Muss ich schauen, wie ich da. Muss ich erstmal wieder zurück und mir wieder Puzzledinger holen. Puzzledinger sag ich schon. Erstmal den Rost analysieren. Und er hat mir nichts gebracht. Okay. Da lag doch was. Eine Notiz, wie man natürlichen, kühlkräftig und frischen Minzpastillen nutzen kann, um Lebensmittel zu konservieren. Okay. So. Wir brauchen Pusteblumen. Das ist nicht zu knapp. Dann haben wir doch schon mal die erste Pusteblume. Ich finde doch schon wieder. Aua. Oh, geh mal. Oh, wir können diese wegschmeißen. Wir haben sie. Flauschige Pusteblume. Oh, jetzt können wir permanent. Oh, der Lootgott war mit uns. Jetzt können wir permanent fliegen. Völlig falsch gelaufen. Oder? Ja, was jetzt?
Keine Ahnung. Keine Ahnung, von wo die schießt. Okay. Auf zur nächsten Runde. Wir waren ja eigentlich schon ganz gut dabei. Muss man dazu sagen. Aber ja. Ja, warte mal, vielleicht. Laufen wir einfach über das Kokorohr. Ja, genau, hast recht. 200. Nicht abschießen, nicht abschießen, nicht abschießen, nicht abschießen. Danke. Shit. So. Mal. Oh, Jump'n'Run-Spiele, es ist halt... Das ist nicht meins. Ich bin da zu doof dafür. Das ist mein großes Problem. Ich bin immer zu dämlich dafür. So. Daneben. Oder müssen wir da einfach rüber? Aber bei meinem Glück. Also mal hier. Deswegen ist auch der Nagel so angestrahlt. Leute, wir müssen diesen Nagel schaffen. Gut, dann gibt es einen Cut. So, auf ein neues. Gut, gibt's einen Cut. So, auf ein neues. Okay, wieder Cut. So, schaffen wir es diesmal? Nein. Komm. Jetzt. Wir sind schon mal weiter. Ja, ich könnte jetzt da drauf gehen und mir das holen, aber nein. Nein, 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 nein. Dahinter müssen wir. Ich mache das jetzt ab sofort anders. Ich speichere. Don't even need to boil it. Uh.
Oh, Sicherheitskopien? Ja, genau. Okay. Okay, erstmal gucken. Okay, laden. Das ist die Frage. Die Frage aller Fragen. Wie komme ich jetzt darüber? Wie machst du das nochmal? So. Und dann von hier aus darüber fliegen. Okay, das schaut auch schon mal viel besser aus. Da kann man hier ein paar Asseln, aber... Das ist das Labor, ich hab's gefunden! Yay! Juhu! Oh, wow! That is a lot of raw science. Das Labor im Schuppen. So. Habe ich noch was zum Essen dabei? Nein, nicht so. Okay, gut. Dann ist der Tali was versucht, ja? Das Stitcher fort, aha. Amaration. Okay. Was. Defeat. Failure. Countless infusions. Countless migraines. I'm so shriveled now, I can barely walk. In the true origin of raw science? An enigma. A mystery box with no lid. I don't think I have much longer. It is hard to think straight. I am so tired. I have only one option that remains. One last toss of the proverbial dice. Commence Project Mant. Oh nein. Er ist so verschrumpelt, dass er nicht mehr laufen kann. Okay. Project Mant. Okay. Okay, mal gucken. Kugelkäfer Panzer. Egal. Hauen wir mal weg. Oh, warte mal. Wir könnten eigentlich mal... Naja, dass wir ja hier sind. Das dann aber...
wenig Salz. Wunderbar. Mm. Not bad. Cool, hier kann man wenigstens mal schlafen. Komm. Schlafen wir mal. Nein, ach, was mache ich denn? Ich bin doch doof. Ich habe gerade gegessen und jetzt schlafe ich. Jetzt ist doch mein ganzes Essen wieder unten. Ach, bin ich ein Holzkopf. Moment. Laden. Es ist sowas Dämliches. Kann ja auch nur in mir passieren. Ja. Genau. Ja. A little chilly, but not bad. Was ist noch was? Versperrt. 7 years experience playing Minotaurs and Myrmidons leads me to believe that that is not a good sound. Ahne fürchterliches. Und schon mal noch mal bei dem da hinten. Nicht. Okay, gut. Also. Guck mal da. Projekt Mand. Testlauf 1. Laden. So, darf ich jetzt mal gucken? War's das jetzt? Kann ich jetzt endlich? Projektmand, konzentriert. Die von meinen im Mixer erzeugten kontestierte Wissenschaft sollte als perfektes Bindemittel für diese atomaren anatomische Wunderwerk dienen, das sich zusammenfügt habe. Wo Panzer auf Muskelsprossen trifft, wo Milben zu Zehen werden. Ich sollte erwähnen, dass die konsistierte Wissenschaft die schwammige Evolution dieser wundersamen Teilchen sehr empfindlich auf Wärmeimpulse regieren. Daher werde ich diese Implantate mit geringer Energie formeln. Ich will die Wissenschaft nicht überhitzen. Ergebnis: Fehlschlag. Reduzierte Energieeinstellung instabil. Zahlreiche Energiespitzen haben die empfindlichsten Bereiche des Gefäßes geröstet. Der Gestank ist kaum zu ertragen. Gut, dass Burgle nicht hier ist, um meine lausigen Kochkünste zu bestaunen. Das würde er mir ewig vorhalten. Fangen wir nochmal von vorne an. Es wird Zeit, dass wir weitere Kadaver zusammenbauen. Okay. Zipfaser, Notiz vor dem Test. Phase 1 abgeschlossen. Ich habe erfolgreich mehrere Spinndrüsen von Radnetspinnen in den Mand-Kadaver
transplantiert, da dem Körper einem Achanischen Abodom fehlt, habe ich mir noch einige Faserspinnenarten inspizieren lassen und die Netzdrüsen in den Vorderbeinen bzw. Armen platziert. Phase 2 umfasst bei frühen CP-Tests Infusionen von purer Wissenschaft zur Erhöhung von Netzproduktion. Ergebnis: Erfolg. Die Netzproduktion funktioniert und alle Proben haben ein Reißfestigkeit, die weit über dem Wert natürlicher Achaniten liegt. Mit den großen Spinndüsen in den Armen sollte sich die Netzproduktion natürlich anfühlen, wobei die Drüsen groß genug sein sollten, um ein gewisses netzverwerfende Superheld von Neid ablassen zu lassen. Ich bin sicher, die mühselige Vermeidung der Gefahr des Gartens könnte damit Vergangenheit sein. Oh, der hat wieder irgendeine Scheiße zusammengerührt. Was ist denn das? Oh ja, den da werden wir wahrscheinlich als Gegner kriegen. Anmerkung vor dem Test. Die Bindung von Muskelsprossen an das Calciumcarbonat in der Familie der Formichidide, keine Ahnung, war überraschend effizient. Die neuen anthropogenen Gliedmaßen des Gefäßes sind menschliches Aqualität in beinahe jeder Hinsicht überlegen. Das vorschreitende Muskelabbau bleibt jedoch eine unerfolgte Nebenwirkung. Offenbar ernährt sich der Körper von den Enzymen, Proteinen der Sprossen. Einsatz der Nebelpilzinjektionen, um diesen Abbau entgegenzuwirken. Ergebnis: Erfolg. Mehrere Pilzwuchern haben sich auf den Panzer des Kadavers entwickelt, aber der Muskelabbau scheint rückläufig zu sein. Das Gefäß ist nach 24 Stunden stabil. Seltsamerweise scheint das Verdauungssystem Überstunden zu machen und hat viskose grüne Exkremente am Ende des Systems produziert. Als vorübergehende Lösung habe ich das Gefäß mit einer uralten Unterwäsche gesteckt. Hoffentlich kann ich das Experiment abschließen, bevor mir die Schlüpfe ausgehen. Ah, das ist das grüne Geglibber. Ach, Leute, ich sag's euch. Ich ahne fürchterliches. Project Mant is nearing completion. The first good news in as long as I can remember. Perhaps my previous failures have all led to this point. Wendepunkt, my defining moment. This new body will allow me to continue my research. I've created a super scientist. My checklist is complete. Consciousness transfer procedures will now begin. What's this? Brainwave functions are spiking. Impossible. Blasted hominid tech! Turn it off! Turn it off! Note to self. Check soldering on the relay diodes of the neural displacer. Again. Yes, again. Okay. Hat anscheinend nicht funktioniert. It's a real life Mant, just like the one in the Minotaurs and Myrmidons player book.
Muss ich irgendwie was drücken? Da ist was, was man drücken kann, aber wie komme ich jetzt da ran? Oh. Okay. Ladies and Gentlemen. Und wie es hier weitergeht, das seht ihr in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Lasst ein Däumchen da. Denkt ans Liken, kommentieren. Abonnieren, Glocke nicht vergessen. Zweitkanal mal vorbeischauen. Und in diesem Sinne, haut rein, habt einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.